glaube, dass Cora einen Vorwand gesucht hat, um mich loszuwerden aus dem Haus. Er wollte einfach nur Fame. Wurde von der Regie auch abgebrochen. Es war der Regie zu lange. Moin, Partyprinz. Hier ist Marco Brackhage, Teilnehmer von Cora's House of Love. Jetzt sage ich was zu meinem Haus. In meinen Augen immer noch nicht gerechtfertigt und hatte nichts mit Ralf zu tun oder sonst wen, eher mit der Teilnahme von Danny. Ich glaube, dass Cora einen Vorwand gesucht hat, um mich loszuwerden aus dem Haus, weil ich doch sehr, sehr energisch gegen den Danny geschossen hat am dritten Tag. Ich habe ihn mehrmals gefragt über die Teilnahme, über seinen Geschmack gegenüber Cora und was er denn doch möchte in diesem Haus. Ich bin immer noch der Meinung, er möchte Sendezeit oder mochte Sendezeit. Er wollte einfach nur Fame und hat mit allen Mitteln versucht, Erster zu werden, ohne irgendwelche ernsteren Absichten mit Cora dann länger außerhalb des Hauses zusammen zu sein. Cora wollte mich loswerden, weil ich der stärkste Rivale war in diesem Hause und einfach Unruhe reingebracht habe, weil ich eben nichts geglaubt habe von dem, was Danny dort abgezogen hat. Ich bin der Meinung, dass die Sendezeit auf jeden Fall wichtiger war als irgendein Zusammenleben später mit Cora nach dem Haus. Es wurde ja natürlich mehrmals geschnitten. Also diese Sendung ging 24 Stunden real in diesem Haus und viel wurde geschnitten, wie zum Beispiel auch, als man mich fragte, ob ich verheiratet bin. Ich habe ja gar nichts gesagt, beziehungsweise ich kam nicht mit der Sprache raus, dass ich verheiratet bin, sondern Cora fragte, na, bist du noch verheiratet? Also ich denke, dass sie es auch wusste. Wir hatten auch vorher am ersten Tag auch darüber gesprochen, auch dass ich Kinder habe in bestimmten Situationen, die wir im Haus hatten. Also sie wusste es vor dem dritten Tag schon. Und das Gespräch lief auch ein bisschen anders, nämlich, dass sie sagte und fragte, oh, was ist, wenn deine Kinder mich draußen nicht mögen? Daraufhin sagte ich, dann muss ich mit den Kindern eben alleine in Urlaub fahren und dann mit dir sicherlich nochmal in Urlaub. Und auch auf die Frage, ob ich mich scheiden lassen will, wo ich sagte, es ist im Moment überhaupt kein Anlass dafür. Aber ich sagte auch, aber vielleicht bist du ja der Anlass, dass ich mich scheiden lasse und dass ich verheiratet bin. Hatte ich auch erläutert im Schlafzimmer, ich lebte ja im Trennungsjahr und im Trennungsjahr kann man sich nicht scheiden lassen. Selbst wenn ich es wollte, hätte man es nicht machen können. Aber der Wille war natürlich da und seit 2020, Oktober, bin ich dann auch geschieden. Das alles wurde in dem Schlafzimmer innerhalb von einer halben Stunde alles detailliert besprochen. Aber natürlich nicht gezeigt, dieses Gespräch aus dem Schlafzimmer. Davon wurden 3 bis 4 Minuten gezeigt. Es ging aber insgesamt eine halbe Stunde und wurde von der Regie auch abgebrochen. Es war der Regie zu lange. Wie gesagt, für mich war ganz klar, dass die Cora mich an diesem Tag rausschmeißt. Und ich denke, dass da nicht meine Ehe der Grund war und auch nicht meine Kinder der Grund und auch nicht irgendwelche Diskussionen, weil wir ja gar keine Diskussion hatten. Das war die einzige Diskussion bzw. das einzige Gespräch, was wir einigermaßen auf Augenhöhe im Schlafzimmer hatten. Ansonsten hatten wir gar keine Diskussion. Mein Höhepunkt in der Show war schon natürlich mein Auszug, ganz klar. Ich habe polarisiert und habe einen schönen, fairen Abgang für mich hingelegt. Ich habe mein Gesicht gewahrt und musste mich später vor nichts verstecken. Ich habe nicht geschauspielert in dem Haus. Ich war so, wie ich bin und darauf bin ich stolz. Und die ganzen 3 Tage haben mega viel Spaß gebracht. Was ich gar nicht mochte, war eben, dass wir schon 9 Männer gegen 1 Mann waren. Im Endeffekt, das war der Danny, der war nicht so integriert bei uns in der Gruppe und das hatte er sich schon selber zuzuschreiben. Gut, Partyprinz, ich hoffe, du hast noch ein schönes Wochenende und wir hören voneinander.